Guten Abend. Ja. Willkommen zu dieser besonderen Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Ich muss mir erstmal einen Proviant mitnehmen. Okay. Denn es ist soweit. Es wird 100% nicht funktionieren. Es soll 100% schief gehen. Ja. Weil ich sag, das liegt an der 1,17, dass das spackt hier. Hier wollte ich gar nicht hin. Halt dahin. So. Wir treffen uns mal am Spawn. Oder? Das klingt doch nach einer Kann man wirklich. sich noch gut stärken, bevor es losgeht. Oh nein. Ich habe noch 300 Kuchen übrig, falls du noch welche brauchst. Was zum. Gesagt, ich soll die Kuchen neu bauen. Ja, Ich hatte nur keine Zutaten, deswegen sind die alle ich wäre blank. gern nachts gefahren, weil dann kommen wir vielleicht tagsüber an, wenn wir da den Viadukt oberirdisch fahren. Oh, es ist Nacht! Ja, Aber so ein Mensch! Zufall. Ja, komm! Ich habe noch nicht getestet, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Hier steht Anfang, Ende. Ende. So, du sagst, wenn du reingehst. Dann zähle ich Okay. fünf runter und komm mit, damit wir hintereinander fahren, okay? Du sagst, wenn du auf Start drückst. Dann Countdown. In 3, 2, 1, weil wir haben keine Zeit, go. Fünf, vier, drei, Okay. zwei, eins, go. Okay. Das längste Viadukt der Welt. Fast, weil es ist hat eigentlich ja einen Cut in der Mitte. Ah, schießt du da weg? So, ich bin Ich mal bin gespannt. gespannt, was du sagst, Hätten weil wir du vorher musst. den Server mal neu starten sollen? Ja. Ich hab mal einen Ich bin Save gespannt, was du gemacht. sagst, weil. Ich mach mal F1 an. Weil du musst eigentlich sagen, da hast du dich jetzt selbst übertroffen. Ah, Da hier sind hast du dich Items. jetzt definitiv selbst übertroffen. Ich sammle hier auch nichts ein gerade. Du Es liegt müsstest einfach nur da. erkennen, wann der Spaß losgeht. So, jetzt sind wir gerade in dem Erdteil, wo deine Quarry war. Ah. Erkennt man daran, dass überall Erde ist? Ja, gespannt, wie das jetzt so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt Das habe. ist echt schnell, das Viadukt, ne? Ja, es ist auch ein kurzer Teil unterirdisch nur. Wie hast du nur das da unterirdisch reingezimmert? Da hast du schon wieder dann, Ein Spitzhacke. Ja, aber schon über dem Viadukt immer Stone hingemacht oder Ja, unten drunter. drunter Ah, ist unten meistens immer Cobblestone, jetzt sehe Cobblestone. ich's. Ah, jetzt geht's los. Ah, jetzt geht's los. Ah. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, bis du das merkst. Bis ich was merke. Dass ich mich da verbaut habe. Wo hast du Egal. dich verbaut? Nichts. Nichts, Es nichts. wird gelb, orange. Das am Sind die. Anfang, wo man es nicht richtig sieht, Ja. wo du das Licht nicht angemacht hast. Nee. Das ist da an. Das ist überall an. Hör nur einfach, dass du die Das ist aber Ausmaße hier mal dunkel. checkst. Ja, wir sind schon massivst weit weg. Nee, die In Ausmaße von 1300. diesem Lichtding. Und jetzt weißt du, was ich Ach meine so. mit, man kann das nicht automatisieren. Nee. Das ist schon geil. Ist schon, Also, wenn die ganze Strecke so wäre, das wäre der Hammer. Ja, nee, da kriegst du irgendwann, Das ist viel zu lang. Aber Boah. irgendwelche 900 Blöcken bei dem Dorf, das ich mal gefunden habe, und das ist dann der letzte Wegpunkt in die Richtung. Das ist schon geil. Also. Was ist denn da noch für ein Wegpunkt? Ah, das ist der Urwald ist da noch. Riesensteinhaufen gerade. Ja, Nach weißt, wie Süden findest hast du du die dich also Lichtershow? gebaut. Stabil. Ist schon Ja, geil, oder? sehr gut, ja. Ist das einmal das komplette Farbspektrum? Da hast du dich wohl selbst übertroffen. Perfekt, das wollte ich hören. Das sind diese Radiant Lumium Lamps, ne? Jeder Ja, einmal Block alle ist durch. genau eine Zahl. Das ist alles ein Bit jeweils. Ach du Scheiße. So eine Arbeit. Sonst fragst du dich auch, was du in deinem Leben noch Ja, so so, jetzt vorhast. sind wir gleich beim Umstiegsmöglichkeit. Ah! Ah, schön.
Ha! Ich krieg Damage. Von wo? Okay. Du backst in der Wand, aber bist trotzdem da. Ich konnte dich gar nicht hitten. Ja, das passiert manchmal. Jetzt bist du da. Ja, perfekt, es geht noch. Es war annähernd, aber... Ja, wir fahren dann mal da durch, ne? Nach du annähernd. Sagst wieder, du darfst wieder vorfahren. Ich muss keine so Zeit. Reingucken. Okay, wir haben keine Zeit. Auf geht's. Okay, los. Und auf geht's. Okay, das ist vielleicht nicht so spektakulär, wie man denkt. Aber man dreht sich wieder um. Das ist ja das Üble. Und nach oben, und nach rechts, und nach wieder nach unten. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Nochmal nach oben. Achso, da geht's. Alter, okay, das ist übel. Sehr übel. Boah, Alter, die Treppe. Ach du Scheiße, da oben. Dann Spawner vorbei. Und okay, die Treppe war übel. Und Georgin. Georgin Miggins. Jetzt kommt der Teil oberirdisch. Den wir hoffentlich gleich im Sonnenaufgang erleben. Das wird nicht passieren. Nee, ja doch, das dauert ein bisschen. So 20.000 Blöcke jetzt. Es leckt auf jeden Fall jetzt, seitdem wir oberirdisch sind. Oh ja. Ja, das ist geil. Ja, wir können ja in der 3-Stunden-Folge nochmal hier fahren und nochmal inspizieren, ob das nach einem Neustart besser wird oder nicht. Nee. Also der Teil ist jetzt easy, also... Wenn du einen Chunk lädst, ja. Wie lang bleibt der geladen? Boah, gute Frage. Wenn du jetzt einmal dieses komplette Viaduct geladen hast... Also... Überall Chunk-Loader. Überall Spotloader. Also die... Der Server tut sich schon schwer gerade. Mich würde mal die CPU-Auslast von dem jetzt interessieren. Ich riskiere es einfach mal. Es hat schon was so oberirdisch. Aber es ist auch irgendwie langweilig. Ach so, das stimmt. Wir können da gar nicht mehr nachgucken, weil dieses Dings ist kaputt. Ja, das ist kaputt. Kann man nicht mehr nachgucken. Tut mir leid. Ja, das dauert jetzt dann, ne? Also wir haben ja jetzt schon 8 Minuten gebraucht für die Tour bis hierhin. Und wir sind erst bei einem Drittel. Nee, nicht mal. Können wir immer in den Rearview Mirror gucken, wie weit wir schon weg sind. Ja? Aber wenn du F5 guckst, kannst du dich sogar umgucken. Echt? Ja. Oh mein Gott, wie geil. Ach, ja, noch das gar ändert nicht gecheckt. Ja alles. Das ändert ja alles. Durch den Vulkan. Nicht ganz. Okay, das ist geil. Angst, das ist ein Chip. Wie kommt das Huni hier rein? Ah, das macht Spaß. Ja, das ist nice. Es hat irgendwie was. So was Beruhigendes. Imagine, das ist so dein Arbeitsweg. Bei mir hat irgendwie ein Reset gemacht. Imagine, das ist so dein Arbeitsweg morgens. Schnee. Winterlich. Da kommen schon einige Fragen auf, was man denn nächstes Jahr so für Dinge tun könnte. Wie man das hier nächstes Jahr noch mehr übertreiben kann. Na, das geht nicht. Na doch, länger. Ich hab das schon an die Grenzen gepusht jetzt. Relativ. Bin jetzt schon bei der Hälfte angelangt. Are you sure about that? Ja, nicht vom Viaduct. Ich wollte gerade sagen. Ja. Von unten sieht das mal mega witzig aus. Ich sollte mal mein Jetpack ausmachen. Das braucht gar konstant Fuel. Und ich lasse es mal laufen. Vielleicht ist es dann leer, wenn aber jetzt geht die Sonne hier auf. Das macht's echt schön.
Ich sehe halt nichts. Ich fahre hier gerade ins Nichts, ins Ungewissen, ins Ungeladene. Ja, dadurch, dass du vor mir lädst, fährt sich das. Vor mir lädst. Leckt das bei dir? Nö. Nur so ja, ganz leicht. Dann leckt das nur bei mir die ganze Zeit. Als würdest du gerade F3A spammen die ganze Zeit. Ja, bei mir ist so ein Mini-Ruck, glaube ich. Ich glaube, das liegt an dem Viaduct. Nee, das ist auch so der Server. Visual Bug. Nee, das ist auch der Server. Bei mir ist halt immer zwischendrin so schwarz. Nee, das habe ich nicht. Die ganze Map einmal entladen wird. Ja! Voll? Nee. Ich finde das witzig, durch die Bäume hier durch. Ja, nee, geht eigentlich. Das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Benutze gerade 70% allocated und benutze gerade aber nur 20% von dem RAM. 24, es wird mehr. Naja. Nee, wenn ich das so sehe, hätte ich irgendwie Bock, nächstes Jahr mal ein bisschen weitläufiger alles zu bauen. Du mal wirklich zwischen den Häusern mal so ein paar Biome hast. Also wir sind jetzt bei der Hälfte der Strecke. Okay. Meinst du, dass du von deinem ME-Haus zu deinem Quarry-Haus erst mal 10 Minuten mit dem Viaduct fahren musst? Ja. Ach du Scheiße. Fährst so eine Strecke nur, um dann auf den Mond fliegen zu können. Ja. Oh, fuck, ich hab was vergessen. Und wieder zurück. Ja, und dann Jetpack-Verbot, Port-Verbot und Fliegen-Verbot. Ja? Ach du nee, das geht nicht. Ah. Oh, ich habe auf jeden Fall mal wieder mehr FPS, seitdem ich nicht mehr neben meinen Kühen stehen muss. Hä, hey, nein, wie kommt denn das? Weiß ich auch nicht. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass wir hier nie durch einen, durch einen Meteoriten gefahren sind. Das wird's ja noch besser machen. Werde ich, oder bin ich? Ja, es ist so lange, ich kann mich nicht erinnern. Boah, das fühlt sich echt an wie so eine... Wie so eine Nebenmission, die du so machen musst, weil die gut XP gibt, aber die besteht aus so einer ähnlich langweiligen Zwischensequenz. Drück mal Shift. Nein. Du sollst einfach eine Wrench nehmen und wieder Richtung annehmen fahren. Nee, das geht ja nicht. Weil das ja Long Range ist. Ja, eben, du kannst das ja nicht. Und ich habe kein Linking Viaduct dabei. Das ist dann schlecht, weil dann kannst du zurücklaufen. Stell dir mal vor, du könntest nicht fliegen. Achso, du kannst ja nicht mal fliegen. Du kannst es nicht mal, du musst laufen. Ja. Das war übrigens hier der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, hier könnten wir ja aufhören. Das ist ja jetzt so lang wie das letzte Jahr. Ja, das Dorf halt. Ja, und dann habe ich 10.000 Blöcke nochmal drangehangen. Sus. But what's the point? Erzähl doch mal. Money. Understandable. Mir doch gesagt, du gibst mir einen Zehner, wenn ich das schaff. Pro Kilometer. Nein. Da? Nein. Da? Nein. Doch. Nein. Doch. Nee, eigentlich Nein. ist es witzig. Das ist witzig. Trifft's ganz gut. Es hat auch irgendwie echt immer was, in diese Berge reinzufahren. Das ist was sehr Meditatives. Komplett anderem rauszukommen. Und schön durch die verschiedenen Biome und Jahreszeiten. Und echt schön. Ja. Hier ist wieder Winter.
Alter, die Wölfe hier. Heulen die im Vanille auch so? Ja, ich meine schon. Einfach durch diesen Baum durchgebaut. Ja, klar. Ich meine, man hätte das Viadukt sogar links, rechts versetzen können. Ich habe mir das auch kurz überlegt, aber ich wollte es dann nicht machen. Liegt es wohl an mir. So, wir entschuldigen diese kurze Pause und machen weiter. Es hat sich nämlich nichts verändert. Ja, was machen wir, wenn wir bei 20 Minuten angekommen sind? Weitermachen. Ist ja eigentlich die letzte reguläre... Letzte reguläre Folge. Haben wir das nicht das letzte Mal sogar noch geschafft, dass man heimfahren konnte? Dass man ja, hin und zurück war? Ja, heimgefahren. Ja, das heißt, wir müssten es genau schaffen. Ja, dann wird dann am Anfang von der 3-Stunden-Folge dann heimgefahren. Oh Gott. So als Warm-up. Als Warm-up? In der Zeit wird dann eine halbe gekillt. Zwei. Das geht halt easy klar, ne? Da kriegst du auch drei weg in der Zeit. Ja. Das machen wir nicht. Das wird auch keine Wer schafft mehr Folge. Doch. Was? Du hast aber mehr da. Sicher. Fange ich einfach schon früher an. Apropos, wann fangen wir denn morgen an? So eine dumme Frage. Na, das können wir ja gleich nehmen. Also, das muss man jetzt nicht davon erklären. 18 Uhr natürlich, was eine dumme Frage. Ja, klar. Na, die Kuh. Jetzt leckt's bei mir aber auch ein bisschen. Pink Cherry Bottoms, Bushes, Bäume. Was? Bottoms? Was? Cherry Blossom. Blossom, danke, nicht Bottom. Ah, Woodland. Ja, das ist doch sehr entspannt. Also, wer mir hier nachweislich zeigen kann, dass das auch noch länger geht, der möchte bitte sich in den Kommentaren melden. Der bekommt dann Vanilla die offizielle... Gebaut. Nicht gecheatet. Vanilla gebaut. Ja, genau. Genau, der bekommt dann die offizielle technische Säure-Tasse von uns zugeschickt. Es gibt eine Tasse? Ja. Eines Meth-Tipps. Nein, die nicht. Warum nicht? Überrascht doch nicht die Leute. Ja, genau, die ist das dann. Und noch ein Behältnis des technische Säure-Getränks. Obendrauf. Geil. Maßkrug. Nein. Ich meine eine Mengeneinheit. Gossmaßkrug. Getränk. Nein, den Inhalt. Heute ist Spritwoche, ne? Ja, heute ist. Nein, heute ist Donnerstag. Ja, aber für uns ist gerade Spritwoche. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ist das... Ich wollte mir eigentlich für die Folge Musik anmachen. Es hätte besser gepasst, aber dieses leichte Rauschen... Genießt aber dieses leichte Rauschen vom Viadukt. I'm a skatman. Und die Natur und... Natur. Ruhe. Ein Ort. Und die Natur, Andreas Kieling, Seite an Seite überleben müssen, hat die Natur einen schweren Stand. Er ist ein Allesfresser. Frag mich, ob mein PC war. Ja, dann wären wir jetzt bei den 20 Minuten angekommen. Ja, wir fahren noch knapp 5000 Blöcke. Geht nee, Quatsch, 3000. Das geht ja easy. Das geht easy. Ich könnte jetzt theoretisch aussteigen und mit dem Jetpack wegfliegen, da wäre ich schneller. Sicher? Ja. Hast du denn noch Strom dafür? Ich habe das ausgemacht, ich habe noch 84%. Lame. Ja, mich haben die Partikel genervt.
Understandable. Wir kommen leider zu spät an. Ich hatte jetzt eigentlich die Hoffnung, dass wir genau im Sonnenuntergang ankommen. Das wirst du auch merken, warum. Doch gerade schon Sonnenuntergang. Ankommen. Also da sind. Ach so, weil das ein schöner Sandstrand ist. Romantisch. Ja, das könnte man als Sandstrand definieren, ja. Es ist ein Loch von deiner Quarry. Nee. Es ist eine Wüste. Ah. Wunderschön. Ja, nächstes Jahr wird wieder Serene Seasons im Modpack sein. Nächstes Jahr brauchen wir dann 3 Folgen und für eine Viaduct-Strecke. Und Tough as Nails, ja, das wird dann die 3-Stunden-Folge füllen. Das Morgenmagazin. Wird die 3-Stunden-Folge dann füllen. Was? Was? Alter, 3 Stunden lang hier hocken, einen Podcast machen und du siehst im Hintergrund nur dieses Viaduct. Die Leute so denken, das ist zusammengeschnitten, aber das ist eine Strecke. Ja. Man sieht's ja rechts auf der Zahl. Die ja, man weiß ungefähr 1000 Blöcke pro Minute. Ach so. Also 180.000, also 200.000 Blöcke halt. Ich wollte ja eigentlich 100.000 dieses Jahr machen. Bei 20.000 habe ich gemerkt, das ist ein bisschen viel. Ja, das ist ein bisschen viel. Das kommt dann nächstes Jahr. Ja, vielleicht in 2 Jahren. Bei TS10 könnte man das theoretisch mal machen. TS10, 10.000 Blöcke, dann müsstest du nächstes Jahr 9.000 Blöcke machen. 10.000 ist ja nichts. 90.000, meine ich. Das ist schon besser. Rechts totes Biom. Weißt du, was ich jetzt mal ja machen würde, gerne? Das seht ihr dann am Anfang der 3-Stunden-Folge. Was würdest du nur gerade gerne machen? Um 18 Uhr. Wir hier irgendeinen Wald anzünden und gucken, ob das bis zu uns spreadet. Es muss ja geladen sein, das bringt's ja, also. Aber hier so einen Wald anzünden, hätte ich schon Bock. Das wird morgen gemacht. Ja, wir sind gleich da. Machen Sie sich bereit, auszusteigen. Mach mich noch bereit, 400 auszusteigen. 400 Meter. Noch 300 Meter. Ah! Noch 200 Meter. Noch 150 Meter. Noch 100 Meter. Noch 50 Meter. 40, 30, 20, 10. Und oben. Ach du Scheiße. Es hat funktioniert. Hey! Du Idiot. Ja, Le Chunklo der. No destinations. Wir müssen leider hier bleiben. Ah, schön. Wunderschön. Wunderschön. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.